Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming zu einem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Heute sind es 4 Updates und 23 neue Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Patrick, der Bayer, Jared und Delphin für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. In dem Moment der Aufnahme fehlen uns für die 1500 noch 54 Abos. Also es geht stetig vorwärts. Danke jedem einzelnen von euch. Das erste Update kommt für das Saatgut-Add-on von Didymod Passion, Downloadgröße 2,07 MB, jetzt in der Version von 1.0.0.1 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, fehlendes Sorghum für die Seemaschinen hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den Adurante R200A, ebenfalls von Didymod Passion, Downloadgröße 15,38 MB, jetzt in der Version von 1.4.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, italienisches Nummernschild hinzugefügt. Automatisches Ballenladen gefixt, Mischbeladungen für Big Bag Paletten und Flüssigkeitstank hinzugefügt, Trailer zu Spielmissionen hinzugefügt. Genau denselben Changelog kriegt das nächste Update, und zwar ist dies das Adurante R200A Zusatzfunktionen, kommt ebenfalls von Didymod Passion, Downloadgröße 86 KB in der Version jetzt von 1.4.1.0 und ist für PC und Mac. Das letzte Update für heute kommt für den John Deere 6M Series, kommt von Blauea, Downloadgröße 47,03 MB, jetzt in der Version von 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Mod vorbereitet für Precision Farming DLC, Höchstgeschwindigkeit korrigiert und Command Quad Plus Getriebe hinzugefügt, Preise überarbeitet, Farbkonfiguration hinzugefügt, neue Details hinzugefügt. Auf die erste neue Mod haben viele drauf gewartet, ich natürlich auch. Und zwar ist das der International Farmer Age von AI Modding, Downloadgröße 9,14 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Kompakttraktor im Oldtimer-Stil mit einer Leistung von 26 PS, wird manuell geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 70 Litern, 25 km ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 1,7 Tonnen und kostet 12.000 Euro. Kotflügel können hinzugebaut werden, ja oder nein. Anhängerkupplung kann hinten erweitert werden von Standard zu 3 Punkt. Dann gibt es die Motorenausführung, die Farmall H mit 26 PS oder die Super H mit 30 PS. Die Reifenvarianten gibt es hier Standard, Radgewichte, Zwillingsbereifung hinten und zurück zu Standard. Und das war es auch schon zu diesem wunderschönen Traktor. Gefällt mir ungemein gut. Die Detailauflösung ist auch hier genial, wie man sich gewohnt ist von AI Modding. Wunderschönes Modell, sehr, sehr schön gemacht. Die nächste neue Mod heißt Lizard Gusio NO26, kommt von Simovni Vojovnik, Downloadgröße 2,33 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dieser Düngestreuer, kommt mit einem Volumen von 300 Liter, wiegt 188 Kilo, hat eine Streuweite von 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 12 km/h und kostet 850 Euro. Die Farbpalette ist diese hier und dadurch kann die ganze Farbe geändert werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Quickie Ballenwerkzeuge, kommt von Farmarie 99, Downloadgröße 15,78 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dies als Paket von 4 verschiedenen Elementen, zum einen den Ballenspieß, wiegt 250 Kilo, kostet 950 Euro. Der Rahmen ist hier 1,40, 1,90 und zurück. Sinken gibt es 2, 3, 4, 5 und zurück zu 2. Anbaukupplungstyp kann gewählt werden zwischen Frontlader, Radlader, Kompaktlader, Teleskoplader und zurück zum Frontlader. Anhängerkupplung gibt es Standard oder Big Bag Heber, also das heißt, man kann hier auch noch die Big Bags mit aufnehmen, einen oberen Zinken oder zurück zu Standard. Farbe der Zinken hier kann gewählt werden zwischen Orange und Schwarz. Als nächstes kommen wir zum Ballenspieß, und zwar ist es diese hier. Kommt mit einem Gewicht von 250 Kilo und kostet 650 Euro. Farbe der Zinken haben wir auch hier, Orange und Schwarz. Und natürlich kann dieser auch mehrseitig benutzt werden, und zwar Frontlader, Radlader, Kompaktlader, Teleskoplader und so weiter und so fort. Als nächstes kommen wir zu der Folienballenzange, und zwar kommt diese mit einem Gewicht von 225 Kilo und kostet 1700 Euro. Auch hier haben wir alle Anbaukupplungstypen zur Auswahl. Und als letztes kommen wir zur Rollenballengabel, und zwar wiegt diese 195 Kilo, kostet 1600
Euro und hier gibt es das Design Rolles 127 cm oder 89 cm oder zurück auch zum Ballenspieß und so weiter und so fort. Auch hier können alle Anbaukopfsystemtypen gewählt werden. Die Designfarbe auch hier ist schwarz oder orange. Wir kommen zum Lizard Ballen und Paletten Anhänger. Dieser kommt von Wallex Simulation, Downloadgröße 1,42 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Ballen Anhänger mit einem Gewicht von 3,8 Tonnen und kostet 8.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Mitas, Continental, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es beim Design hier Standard und dann einmal vorne, hinten oder keinen und zurück zu Standard. Rundumleuchten gibt es hier hinten einmal links, rechts und beidseitig. Und dann gibt es dieselben Optionen noch mit den LED-Blinklichtern. LED links, rechts und beidseitig. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der erweiterten Standardpalette und die Felgenfarbe kann natürlich aus derselben Palette ausgewählt werden. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese ZMAY489, kommt von, Achtung jetzt, Udruženje Nezavisni Modera. Downloadgröße 24,22 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Kippe mit einem Ladevolumen von 8 Kubikmeter und kostet 5.000 Euro. Die Konfiguration kann erweitert werden zum Ballenwagen und zurück. Dann beim Design gibt es Standard, Standard 2, 3 und zurück. Reifenvarianten gibt es Standard und Standard HW und HW 2, 3 und so weiter und so fort. Verschiedenste Optionen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und betrifft das Fahrgestell. Und die Designfarbe kann gewählt werden aus derselben Farbpalette und betrifft natürlich den Body. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Der Benavides HBT2 kommt von David MTMZ, AM Modding, Downloadgröße 8,46 MB in der Version von 1.0 und ist für PC und Mac. Und ich kann mich erinnern, dieser Anhänger ist vor kurzem als Lizard-Version herausgekommen, also für alle Plattformen. Hier ist nun die original gebrandete Version. Und zwar kommt diese Kippe mit einem Ladevolumen von 24,3 Kubikmeter, wiegt 5 Tonnen und hat ein maximales Zuladegewicht von 15,5 Tonnen. Der Preis 25.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Friedestein und Trelleborg. Und das Design kann geändert werden mit hier auf der Seite einem Staukasten und einem Wassertank oder beidem. Wir kommen zum Wallerstadt Top-Down 500, kommt von STV Modding, Downloadgröße 8,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist diesen Grubber mit einem Gewicht von 7,1 Tonne, braucht 250 PS, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 17 km/h und kostet 69.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Friedestein, BKT und Trelleborg. Dann die Hauptfarbe kann gewählt werden zwischen Rot und Schwarz, ist natürlich das Fahrgestell. Die Designfarbe kann gewählt werden zwischen Gelb und Schwarz und betrifft die Zinken. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Und er hat es wieder gemacht, der Agrotono. Er bringt das Lizard SM72 und SM82 Flügepack. Und zwar mit der Downloadgröße von 9,83 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Flügen. Den SM72, der kommt mit einem Gewicht von 5,5 Tonnen, braucht 330 PS, hat eine Arbeitsbreite von 22 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h. Und kostet 72.000 Euro. Anhängerkupplungen können noch hinzugebaut werden, und zwar einmal hier und zurück zu 9. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Felgenfarbe natürlich ebenso. Und dann haben wir noch den SM82, das ist der große Bruder, wiegt 5,5 Tonnen, braucht 370 PS, hat eine Arbeitsbreite von 26 Meter, 15 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, der Preis 87.000 Euro. Hier haben wir dieselben Farb- und auch Veränderungsoptionen wie beim kleinen Bruder, deswegen sparen wir uns das. Hier müssen wir wissen, dass der Transport von diesen Teilen nicht so erfolgen kann, denn... Der kann nicht klein genug zusammengeklappt werden, also der ist immer noch entschieden zu breit, um dem Straßenverkehr zu folgen. Die Animation ist hervorragend, dauert auch seine Weile und die Gewichtverteilung ist auch super animiert. Genau, das ist also so breit wird der. Das heißt, er muss auf jeden Fall auf einen Tieflader oder so aufgebaut werden, um von A nach B gebracht zu werden. Na, dieser ist definitiv zu breit.
Wir kommen zum Case IH 2150 Early Riser Seemaschinen Serie. Dieser kommt von Custom Modding, Downloadgröße 72,63 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack, wie gesagt, mit drei verschiedenen Seemaschinen. Und zwar sind dies Einzelkornsägemaschinen. Und zwar haben wir hier zum Beispiel die 12 Reihen, die 16 Reihen und die 14-reihige Version. Wir schauen uns die größte an, weil die Optionen gelten für alle drei. Und daher müssen wir uns auch nur eine angucken. In diesem Fall kommt hier standardmäßig mit 3523 Liter für Saatgut oder Dünger. Wiegt 6,5 Tonnen, braucht 280 PS, hat eine Arbeitsbreite von 18,3 Metern, 14 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit, der Preis liegt bei 310.000 Euro ungefähr. Flügeloptionen gibt es hier, Gewichte oder Lager, das sind hier draußen diese beiden Teile. Dann Hydraulik-Ölkühler kann hinzugefügt werden, und zwar gibt es den hier, das ist dann, um die das Hydrauliköl zu kühlen. Dann gibt es die Zahlenoptionen hier, 1 bis und mit 18. Dann gibt es hier hinten drauf noch eine Schüttgutwaage, die dann angezeigt, wie viel Saatgut und so weiter drauf ist. Dann gibt es die Zusatzbehälter, und zwar gibt es einmal die Option Nein, dann Ja und dann wieder Nein. Und zwar sind hier hinten diese dekorativen Objekte gemeint. Anbaukupplungstyp gibt es die Zweipunktkupplung, das ist diese hier, oder die Deichselkupplung. Dann gibt es noch Optionen zu den Anbautanks und oder Tanks. Und zwar haben wir jetzt drauf den Zusatztank. Dann kommen Spuroptionen dazu. Dann haben wir nur noch eine Füllmenge von 1071 Liter für Saatgut. Dann haben wir die Flüssigdüngerbehälter, der hinzugebaut werden kann. Das sind dann wieder 3342 Liter, wobei das meiste dann Flüssigdünger ist. Dann gibt es den Zusatztank plus den Flüssigdüngerbehälter. Das ist dann diese Option hier. Dann haben wir ein summiertes Ladevolumen von 5037 Litern. Und zurück zum Zusatztank. Die Reifenvarianten können gewählt werden. Und zwar gibt es hier die Lizard Destination Farm oder die Lizard S-Tech 012P Version. Das sind diese kleinen Bandlaufwerke. Die Optionen sind wie gesagt überall dieselben, nur ist die Arbeitsbreite unterschiedlich. Hier haben wir eine Arbeitsbreite von 12,2 Metern und hier haben wir die Arbeitsbreite von 9,1 Meter. Ich möchte mal kurz bitten, einfach mal auf die Details zu achten von dieser Maschine hier, wie die modelliert worden ist. Das ist absolute Weltklasse. Das ist absolute Weltklasse, wie das hier gemodelt worden ist. Wir klappen diese mal zusammen und wieder auf, damit wir die Animation sehen können. Also ist extrem cool. Jetzt klappen wir es nochmal auf. Jetzt ist der Traktor hat ein bisschen Hecklast, aber das ist jetzt halt so, wie es ist. Ich habe kein Zusatzgewicht dabei. Also ich kann auf jeden Fall empfehlen, hier ein Frontgewicht zu gebrauchen, wenn man hier die Feldarbeit entrichtet. Aber eine sensationell gemodelte Mod. Ganz, ganz herzlichen Dank, Custom Modding. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod und zwar heißt diese Silage Boss. Kommt von BC Bühler, Downloadgröße 5,57 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Kipper-Anhänger mit einem Ladevolumen von standardmäßigen 65,3 Kubikmeter, wiegt 8,3 Tonnen, maximales Zuladegewicht ist 27,7 Tonnen und kostet 63.500 Euro. Das Design kann geändert werden und von Standard und zu Design 1 und zurück zu Standard. Da heißt einfach hier noch dann Silage Boss drauf. Bei der Kapazität gibt es die realistische Kapazität, eben wie gesagt mit 65,3 Kubikmeter und die unrealistische Kapazität wird dann 260 Kubikmeter. Sein. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft das Gestell und den Body. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich die Felge. Wir kommen zum Ponce Bison Active Frame Shuttle. Dieser kommt von HR Post und Fahrzeugbau, Downloadgröße 19,37 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen.
Und zwar kommt diese Forstmaschine mit einer Leistung von 285 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 215 Liter, 85 Litern DEF, 20 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit, wiegt 22,8 Tonnen und kostet 225.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Ulofos, Nokian und Trelleborg. Dann gibt es die Scheibentönung, dann hier kann gewählt werden zwischen schwarz oder gelber Tönung. Dann gibt es den Haubenschutz in verschiedenen Designs. Wir haben hier zwei Designs. Dann gibt es den Schutz, den Unterschutz. Und zwar gibt es hier auch eine Option hier. Ja. Dann gibt es eine Auspuffschutzversion. Dann gibt es den Scheibenschutz. Dann kann ein Polterschild hinten angebaut werden. Dann gibt es bei der Motorausführung gibt es den AF Shuttle mit 285 PS. Und dann gibt es den Shuttle Stage 1 mit 425 PS. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der HR Forst- und Fahrzeugbau-typischen Farbpalette und die ist riesengroß. Und zwar wählen wir hier eine Farbe aus, die sich abhebt. Das ist diese hier. Die Zangenfarbe, klar, spricht für sich, betrifft die Zange. Dann Bänder- und Kettenfarben sind nur sichtbar, wenn wir hier zum Beispiel Ulofos nehmen. Dann können wir hier die Kettenfarbe verändern. Und die Felgenfarbe spricht für sich, ist natürlich für die Felge zuständig. Als nächstes kommen wir zum Lizard LT689 Long Log Trailer. Kommt von FSG Modding. Downloadgröße 4,97 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser mit einem Gewicht von 5,5 Tonnen und kostet 20.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Friedestein und Trelleborg. Dann gibt es hier die Möglichkeit, die Anhängevorrichtung zu verändern von gerader Hals zu Schwanenhals. Dann die Hauptfarbe, die gibt es hier diese erweiterte Standardpalette und betrifft das Fahrgestell. Die Designfarbe betrifft natürlich die Runken und den Aufsatz. Und die Felgenfarbe, sprich für sich, ist natürlich für die Felgen da. Wir kommen zum Lizard BSZ110. Dieser kommt von Loki 86, Downloadgröße 57,91 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar ist dies ein Drescherpack. Und zwar gibt es hier drei verschiedene Drescher. Einmal den Z110 Engine 6CT107 für 118.000 Euro. Hat eine Leistung von 150 PS. Eine Tankfüllmenge für Diesel von 240 Litern. 25 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit. 5.500 Liter passen an Erntegut rein, wiegt 11,1 Tonne und den Preis habe ich schon gesagt, 118.000 Euro. Das Baujahr kann hier geändert werden von Z110 87, 88 zu 89 und 90. Dann gibt es die Reifenhersteller, die gewählt werden können zwischen Michelin, Mitas und Trelleborg. Es können zusätzliche Arbeitsscheinwerfer hinzugebaut werden und das sind diese hier einmal vorne. Dann gibt es diese Arbeitsscheinwerfer auch am Rohr. Dann gibt es diese hinten, dann gibt es Front und Rohr, vorne und hinten, Rohr und hinten oder alle zusammen. Rundumleuchten gibt es einzelne Rundumleuchte oder doppelte Rundumleuchten, das ist natürlich dieses hier. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden aus dieser Farbpalette hier und dann nehmen wir jetzt einmal blau. Dann gibt es dieselbe Maschine und zwar mit der SW680er Maschine. Hat eine Leistung von 220 PS. Alles andere bleibt einigermaßen dasselbe. Der Preis ist bei 128.000 Euro. Hier gibt es die Baujahrversion von 90 bis 93 oder dann die 94er Version. Zusätzlich zu den anderen Einstellungen kann hier noch der Fahrersitz geändert werden und zwar zu optional oder serienmäßig. Und dann gibt es noch einen L2 Agrarcomputer, der hinzugebaut werden kann. Das ist hier also im Cockpit drin. Und das war es im Prinzip, was dieses von dem vorderen Modell unterscheidet. Und als letztes haben wir dasselbe mit einer Z8604 Engine. Und zwar kommt dieser mit einer Leistung von 185 PS. Alles andere bleibt fast dasselbe. Der Preis liegt bei 132.000 Euro. Und hier gibt es die 9596er Version oder natürlich die Z110er Version. Da ändert sich nichts an der Leistungsausgabe. Auch hier gibt es keine zusätzlichen neuen Konfigurationsmöglichkeiten. Alle anderen haben wir schon gesehen. Deswegen schauen wir auch uns gleich weiter rum. Wir kriegen dazu natürlich noch zwei kleine Schneidwerke. Einmal den Cutter 4.2 Meter, das ist dieser hier, wiegt 1,3 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 4,2 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und kostet 21.500 Euro.
Dann gibt es noch den Cutter 5 Meter. Das ist dieser hier, wiegt 1,4 Tonnen, hat eine Arbeitsbreite von 5 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 8 km/h und kostet knappe 30.000 Euro. Der ist ein bisschen breiter, hat aber eine tiefere Arbeitsgeschwindigkeit. Also muss man sich überlegen, was sich am besten lohnt für deinen Hof. Hier gibt es noch verschiedene Farbkonfigurationen, und zwar einmal rot-weiß, rot, rot-schwarz, blau, blau-schwarz und zurück zur Standardversion. Und dann kommen wir zu diesem kleinen Stück hier, und zwar heißt dieses hier Snüffelstück von MTL Modding Team. Downloadgröße 1,22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und ich bin der Meinung, das könnte so ein bisschen ein Game Changer werden. Ne? Dieses Teil hier ist extrem praktisch und da gibt es sehr, sehr viele Einsatzmöglichkeiten dafür. Dieses schaut so aus und ist hier auch genannt Snüffelstück. Wiegt 2 Tonnen und hat einen Preis von 7.500 Euro. Es können Rundumleuchten hinzugebaut werden, links, rechts, beidseitig. Und natürlich kann man die entfernen. Reifenvarianten gibt es Breitreifen und Offroad-Reifen. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und betrifft die Deichsel. Die Heckhydraulikfarbe kann natürlich auch geändert werden und betrifft natürlich das hintere Teil. Anhängerkupplungsfarbe gibt es hier auch, das ist dann diese hier. Und die Felgenfarbe ist natürlich aus derselben Palette auszuwählen. Wir können sehen, das hat hier hinten einen Dreipunkt. Dann gibt es hier eine Anhängerkupplung. Obendrauf sieht man, dass man diese als Dolly verwenden kann. Und die lange Deichsel dient natürlich dazu, jetzt wie in diesem Falle hier, kann ich dies an einen Drescher anschließen und hinten gleich die Ballenpresse anschließen und die dann entsprechend auch arbeiten lassen. Das heißt, ernten und Ballenpressen in einem Durchgang, das ist doch nicht so schlecht. Zusätzlich zu dem, wie gesagt, kann dieser auch als Dolly verwendet werden. Ja, also finde ich ein super einsatzfreudiges Werkzeug, kann auch an jeden Häcksler angeschlossen werden und hinten kann dann natürlich entsprechend gleich den Aufsatz angehängt werden, um natürlich sich selbst abfahren zu können. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt diese Forstzeichenpaket, kommt von Gamer Designs, Downloadgröße 23,99 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden im Baumenü unter Dekoration und Sonstigem. Das sind alle diese Zeichen hier, Kostenpunkt zum Platzieren, alle 20 Euro. Und ja, das ist das, was man hier zu sagen kann. Ich kann jetzt hier nicht jedes einzelne durchgehen, also No Trespassing, No Logging Trucks. Da gibt es aber die verschiedensten Möglichkeiten. Die nächste neue Mod heißt Pizzeria BR, kommt von Nymog Mod, Downloadgröße 2,22 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Produktion und Verkaufsstationen. Das ist dieses Gebäude hier, Kostenpunkt zum Platzieren 30.000 Euro, Unterhalt pro Tag 100 Euro. Und hier, das ist natürlich eine Verkaufsstelle für was auch immer dann hier verlangt wird. Gestern ist die brasilianische Karte herausgekommen, heute kommen ein paar Placeables dazu heraus, hervorragend. Dann gehen wir auch gleich wieder zu der nächsten neuen Mod. Und zwar heißt diese die BR Bäckerei, kommt ebenfalls von Nymog Mods, Downloadgröße 0,21 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese ist zu finden im Baumenü unter Produktion und Fabriken, und zwar ist das diese Bäckerei hier. Kostenpunkt zum Platzieren 50.000 Euro, Wartung 1.000 Euro pro Tag, ist aber eine sehr teure Bäckerei. Hat nichts weiteres zu bieten als die normale Standardbäckerei, ist natürlich aber einfach in dem brasilianischen Stil. Wir machen weiter mit der Molkerei. Dieser kommt von Camilosch 0397, Downloadgröße 7,74 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und diese Molkerei ist zu finden unter Produktion und Verkaufsstationen, ist diese hier. Kostenpunkt zum Platzieren 35.000 Euro. Unterhalt pro Tag 25 Euro. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist dies die Windmühle. Kommt von The Lord, Downloadgröße 2,88 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich im Baumenü unter Produktion und Fabriken. Ist diese hier, die Mühle hier, die ist zum Platzieren, kostet diese 50.000 Euro. Unterhalt pro Tag ist 24 Euro. Diese Windmühle kann herstellen natürlich Mehl aus Weizen, Gerste, Hafer, Sorghumhirse, zusätzlich aus Mais, Sonnenblumen und Raps oder Sojabohnen. Wie realistisch das ist,
Das wage ich zu bezweifeln. Aber es ist hier und man kann es machen. Schade, schade ist, dass selbst wenn man diese Mühle einschaltet, sich die Windräder nicht drehen. Das ist sehr, sehr schade. Das ist wirklich, nimmt sehr viel an diesem schönen Gebäude weg. Denn ich gehe schon davon aus, dass man diese animiert haben kann. Da gibt es ja schon andere Beispiele für. Schade, schade. Hoffentlich kommt das noch mit einem Update. Wir kommen zum platzierbaren Hühnerstall. Dieser kommt von MacTracker 921, Downloadgröße 4,07 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Und da bin ich ein bisschen verwirrt gewesen, bin erstmal ins Baumenü gegangen unter Tiere und Hühner, habe nichts gefunden, dann habe ich ein bisschen besser gelesen und da wird mir klar, dass dies unter Dekoration zu finden ist und unter Sonstigem. Und das ist dann dieser Hühnerstall hier, ist rein dekorativer Natur, kostet 500 Euro. Ja, und damit hat man einen dekorativen Hühnerstall. Ich weiß gar nicht, ob man hier reingehen kann. Ich glaube, nein. Das ist wirklich nur ganz, ganz einfach dieses Hütchen hier. Die Gülle-Kaufstation ist die nächste neue Mod. Und zwar kommt diese von Austria Modding. Downloadgröße 1,27 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Container. Und da gibt es 6 verschiedene Elemente dazu. Zum einen die Gülle-Kaufstation für 10.000 Euro. Das ist die, die ich platziert habe. Dann gibt es die 25.000 Euro. Das ist diese hier. Dann haben wir eine zweite. Das ist diese hier. Dann gibt es hier noch eine weitere. Das ist auch mit 25.000. Die ist zugedeckt. Und nochmal diese hier. Zusätzlich zu diesen hier kommen ohne Trigger und dazu kann man natürlich dann auch noch den Trigger kaufen zum Preis von 5.000 Euro. Wir kommen zur Gregor Maschinenhalle. Diese kommt von Pigo 1A, Downloadgröße 14,02 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist diese Halle hier, kostet 35.000 Euro zum Platzieren und 10 Euro Unterhalt pro Tag. Das ist diese hier. Hier gibt es Licht zum Einschalten, verschiedene Lichtschalter, wobei man überall einschalten kann. Sehr viel schönes und kleines Dekorationsmaterial ist verbaut worden. Die Detaillierung und die Auflösung ist hervorragend gemacht. Hier gibt es noch eine kleine Werkstatt, die aber nicht als solches jetzt noch markiert ist. Man kann wahrscheinlich hier einfach einen Trigger reinstellen, dann hat man seine Werkstatt in diesem Gebäude hier. Und dann kommen wir schon zu der letzten neuen Mod für heute. Und zwar heißt diese amerikanische Scheunen, kommt von OK Used Mods, Downloadgröße 3,17 MB in der Version von 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist natürlich zu finden im Baumenü unter Gebäude und Hallen. Ist natürlich ganz klar eine dieser Halle hier. Das ist die Halle im Bau, also die amerikanische Scheune im Bau. Kostenpunkt 10.000 Euro zum Platzieren. Und dann gibt es noch die fertige Version. Das ist diese hier. Kostenpunkt zum Platzieren 95.000 Euro. Wir schauen uns mal diese hier an. Die Textur ist schön gemacht. Und dann haben wir natürlich noch die fertig gebaute Version. Das ist dann diese hier. Was ich nicht herausgefunden habe, hier ist der Lichttrigger, aber was hier so schön zu sehen ist, hier gibt es verschiedenste Steckdosen, wo man eventuell sogar seinen Elektrotraktor tanken kann. Ich weiß nicht, ob das so implementiert ist, aber gut, ich muss sagen, habe keinen Lichtschalter gefunden. Ich nehme mal an, dass dies dann automatisch geht. Das war es denn auch schon wieder von den Mods von heute. Ganz, ganz herzlichen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Falls ja, dann lass doch gerne deinen Daumen da. Hol dir das kostenfreie Abo ab, wenn du keine weiteren Videos und keine anderen Inhalte auf diesem Kanal verpassen möchtest. Zum jetzigen Zeitpunkt nach dem Dreh des Videos hat sich die Zahl noch nicht geändert. Es fehlen immer noch 54 neue Abonnenten, um die Schwelle von den 1500 zu überschreiten. Ich lade dich doch ein, wenn du das noch nicht gemacht hast, dann möchte ich dich doch bitten, dies zu tun, falls dir natürlich die Inhalte gefallen. Und damit hoffe ich, dass wir sehr schnell und sehr bald mal Giants Partner werden können. So, dann würde ich dann mal sagen, das war's von mir für heute. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Ich hoffe, die Hitze ist erträglich bei euch. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder mit den neuen Mods von morgen. Danke, tschüss und hasta luego.